Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden Ring. Beim letzten Mal haben wir einen mächtigen Hirsch getötet und können aus dem eine Waffe herstellen. Das gucken wir uns gleich an, aber erstmal sind wir wieder enttäuscht von die, weil die einfach nur das ganze Spiel da sitzt und macht und sonst noch nichts Nützliches mehr geholfen hat seit längerem. Aber er war ganz nett die meiste Zeit. Schwingen Großhorn ist einfach die Waffe von den Gegnern und Horn der Ahnengeister regeneriert Fokuspunkte beim Besiegen von Gegnern. Allgemein ist ein Talisman. Verbergt das Hörnern eines königlichen Asgard, regeneriert Fokuspunkte beim Besiegen von Gegnern. Aus den gewöhnlichen Gegnerhörnern des gefallenen Königs sprieße zahlreiche leuchtende Triebe. So erwächst aus dem Tod neues Leben und aus Tod gewinnt man Macht. Sofort. Wenn es wirklich ein Anhänger ist. Oh mein Gott. Wie strong. Ich krieg Mana zurück durch Gegner töten. Für Bosskämpfe komplett useless natürlich, weil da kommen keine Gegner. Aber generell fürs Open-World-Gameplay ist es ja super. Cool. Das ist also für einen Magier und sowas, das will man ja sofort. Nokron. Genau. Und wir waren gerade hier beim Wald der Ahnen. Das haben wir beim letzten Mal hier so erkundet und vieles kaputt gemacht. Obwohl wir nicht da in dem Tempel waren. Und da gehe ich jetzt noch hin. Und danach können wir hier so in diese Stadt runterklettern. Genau. Oder war sonst noch irgendwas, was ich machen wollte? Ich vergesse doch alles, Leute. Ich kann mir doch nichts merken hier in dem Spiel. Naja. Es wird schon alles klappen irgendwie. Und ich finde den Anhänger jetzt sogar ganz gut. Aber ich glaube, ich lege ihn noch ab, weil ich gerade eh die meiste Zeit ohne Mana spiele. Ich mache einfach verstärkt Anrufungen rein. Weil es könnte stark sein, aber es könnte auch schwach sein. Ich weiß nicht, was verstärkt Anrufungen unbedingt ist, ne? Kann sein, dass meine Buffs auch länger dann halten oder sowas. Und das wäre ja schon sehr schön. Das ist schön. Sehr viele Schmetterlinge. Da hätte ich nicht mit 80.000 Runen hinhüpfen sollen. Ja, so viel dazu, ne? Hier kommen wir ja gar nicht raus. Was ist denn das für ein Schmorn? Oder? Vielleicht von der Säule hier? So, hier rauf. Ah, doch. Das könnte ich schaffen. Einfach auf diese Müsli-Schüssel darüber zu springen. Ey, warte, ich muss ja gar nicht springen. Hier ist ja ein Rand. Ja, hierhin komme ich. Wer bist du? Ich bin auch so ein Ahnenkrieger. Machen wir aber die beiden an und dann soll es passen. Das war ja nicht. Hallo. Wie wäre es, wenn du mich einfach an den Loot lässt? Danke. Okay, war weniger stark als erwartet. Dann nehme ich einfach die Kiste. Halle? Nein, Loot. Kopf eines jungen Ahnengeists. Ach, das ist das, womit die angreift, die angegriffen hat. Versucht anzugreifen. Ja, unter welche Kategorie fällt ein Kopf? Ist es ein kleiner Schild? Nein. Ist es ein Schlüssel-Item? Kann ich den aufsetzen? Aufsetzen wäre cool. Aber nein. Ist es ein Talisman? Nö. Ah, ein allgemeiner Gegenstand zu benutzen. Verbrauchte Fee versprüht einen Geisternebel. Ah. Ja, ergibt Sinn. Hier, bitteschön. Nutzen. Blub, 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 blub. Süß. Cooler versteckter Tempel. So. Dann klettern wir mal weiter runter und hoffen auf stärkere Gegner. Ach, guck mal, hier ist wieder so eine Statue. Wo beim letzten Mal uns so ein Drachenritter angegriffen hat. Oh mein Gott. Ich muss so an das DLC von Dark Souls 1 denken. Wenn ich hier so durchkletter. Verjüngende Boli. Ich wollte den Loot angreifen. Sehr schön. Bin auf jeden Fall aufgeweckt. Hier können wir hochlaufen. Da liegt was Tolles, nämlich ein Runenbogen. Silberträne. Okay. Hi. Hallo Silberträne. Wie wär's mit Steinen? Ich gehe hier drauf. Oh mein Gott, du kannst hier überhaupt nichts. Du musst hier 10 Minuten nachladen. Okay, Silberträne. Ich sehe schon, wie du kämpfen willst.
kämpfst einfach, du machst deinen Müll. Bin auf dem Weg. Ja, lass mich kurz buffen, ich springe. So. Hallo, Silberträne. Wie wär's mit Silberhammer? Silbertod. Oh, macht er wieder mich? Nee, nur eine Silberträne. Ihr habt die Wahl, die Form von Zombo dem Mächtigen anzunehmen und das ist eure Entscheidung? Schwach. Müsste mein Charakter einfach so jede Folge einmal umdennen. Nein, aber ich will die 28 eigentlich behalten. Ist ja schön. Auch wenn Zombo der Mächtige auch ein schöner Name wäre. Da können wir lang und hier können wir lang. Unten drunter ist bestimmt wieder guter Loot. Und den Weg sind wir scheinbar für einen Schmetterling gegangen. Hey, immerhin nicht gar nichts. Was craftet man denn überhaupt mit diesen Schmetterlingen? Wenn es nicht gleich das beste Item im Spiel ist, bin ich aber enttäuscht. Wir haben da eine Brücke unten gesehen, ja, aber ich wollte gerade mal kurz gucken. Okay, hier ist eh nichts. Ich gehe mich hier über diesen Brückenweg. Und sehr viel Silberdings. Ich hoffe, der Endboss hier in Nokron ist irgendwas, was sich aus Silberschleim formt, aber dann so riesengroß ist. So eine riesige Pfütze, die sich zu so einem Ungeheuer verwandelt. Da drin ist sehr viel Loot. Ja, runter komme ich eh nicht. Na dann. Gehen wir mal hier in die große Kapelle von Nokron. Schwarzes Schleifmesser. Das ist doch schön. Da brauchen wir ein bisschen Gargoyle-Stuff. Haben wir auch. Yep. Und da ist ein Nokron-Priester. Ein Nox-Priester. Genau. Aber hier gibt es ja eigentlich immer Loot. In solchen Räumen, also... Ja, bin ich gerade verwirrt. Hallo? Ach, auf einmal geht öffentlich. Ich stand doch gerade davor. Legendär. Was kriegen wir? Imitator-Tränenasche. Boah, wie cool wäre denn das, wenn der alle Bosse kopiert, gegen die er kämpft. Aber kann man sowas programmieren? Ich glaube nicht. Ich glaube, der wird sich einfach immer nur in so... mich verwandeln, oder? Oh, wenn ich mich ein zweites Mal rufen kann, wäre auch cool. Dieser Geist nimmt die Gestalt der Person an, die ihn gerufen hat und kämpft an ihrer Seite. Allerdings teilen sich Rufer und Träne nur die Gestalt. Beim Willen sieht es ganz anders aus. Imitator-Trainer sind das Ergebnis... Okay, wie leveln den? Ich kann mich einfach ein zweites Mal für Bosskämpfe rufen. Was ist der beste Begleiter als Zombo? Cool! Cool! Den kann ich, glaube ich, auch schon auf 10 leveln. Ich habe noch genug Zeug. Der Ball lebt. Hallo, Herr Ball. Brauchen Sie einen Stein? Wie ihr so rumrollt. Ja, nur ein bisschen Zielprobleme. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich da runtergehe, dass der mich sehr schnell tötet. Geronimo! Larventräne. Wir kriegen hier sehr viele Respec-Dinger dafür, dass ich... Achso, du guckst ja zu mir. Ich dachte, ich schleiche gerade hinter dich. Sorry. Hab's nicht gesehen. War doch sehr auffällig, dann einfach auf dich zuzulaufen. Was machen die mit ihren Dolchen? Warum flüstern die ihren Dolch an? Sind das auch so Silbertränenwesen, die Leute hier? Versteht doch die Lore nicht. Aber hier geht's weiter auf jeden Fall, ja. Wir wollen ja hier durch das Gebäude rausgehen. Oh, wir können uns einfach selber rufen. Endlich jemand, auf den man sich verlassen kann. Das muss ich ja ausprobieren. Das ist ja Pflicht. So, und jetzt sind wir hier bei diesem Hauptplatz und dann kommt da Tod und Verderben, wenn wir da vorgehen. Cool. Wir gehen, glaube ich, den kurz mal aufleveln, unseren neuen Kumpel. Warum nicht? Hallo. Ja. Bitte werte meine Imitator-Asche auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, mir fehlt eine 7. Ah, das ist doof. Eine 7. Weißt du, eine 8, 9, 10 habe ich halt.
Eine 7 fehlt mir. Vielleicht darf ich eine 7 kaufen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube 5 und 6 habe ich gefunden oder so. Wir können aber unsere Klangperlen eh mal abgeben. Schon länger her, dass ich die hier im Inventar liegen habe. Hier. Dunkelschürfer, Geistertal, Lilien. Zack. Kaufen. So. Gräber. Ja, genau. Wir haben Gräber 1, 2, 3 und Geister 1, 2, 3. Ja. Okay. Und 5 Runenbögen. Ich auch mal mit. Ja, Dunkelschmiedestein können wir auch halt schon bis zu 6 kaufen. Und die normalen auch bis 6. Ja, echt schade, dass es so schwer ist, die Waffen aufzuwerten. Ich würde echt gerne mal unterschiedliche Waffen spielen, aber irgendwie habe ich immer so diesen Struggle. Das ist alles einfach so unglaublich nervig, es aufzuwerten. Ich könnte das auf 10 machen, meine Dolche, aber die kennen wir ja auch schon. Ich will nicht das ganze Material wasten halt, weil ich so später noch für verschiedene Builds auch was haben will dann. Weil ich mal reskille und so. Aber wenn wir gerade mal so viele Dinger gekauft haben, da machen wir mal einen Runenbogen an. Wie viel HP habe ich denn überhaupt? Es wird echt nicht mehr viel mehr. Wir haben jetzt 1656. Okay, vielleicht wird es einfach nicht mehr so krass angezeigt, damit die Lebensleiste nicht mehr so lang aussieht. Heilige Stätte der Nacht. Na dann, auf geht's. Dumm. Ach, wir können ja jemanden rufen. Ja, dann rufen wir doch unseren Imitator-Buddy direkt. Geben wir den lustigen Helm? Dass wir ihn auseinanderhalten können? Ja. Da, die Halbkrone, die Königinnenkrone. Imitator, tauche auf. Verwandle dich in mich. Sehr schön, da ist er. Wir setzen wieder unser Geweih auf. Ja, wie cool. Komm mit. Wir töten. Es hat sehr viel Leben gekostet, den zu beschwören. Auch eine Wie alle Buffs auch kann. Ja, buff mich mit. Danke. Oh, der macht 200 Schaden. Ist richtig cool, der Junge. Und er wirft Steine und sowas. Oh, ich bin so stolz auf ihn. Und er benutzt die Klauen und... Oh, ist das cool. Oh mein Gott. Das ist richtig cool, dass ich mich selber klonen kann. Ich liebe diesen Ort. Hier mad wird und einfach losrennt und irgendwas tötet. Ich kümmere mich um die Silberträne hier hinter uns. Der braucht keine Hilfe. Der hat auch das ganze Leben von mir. Erstmal Waffen in den Gegner drin. Ich kenne keinen Respekt. Oh mein Gott, wie stark der ist, wenn der auf plus 10 ist. Oh mein Gott, mein Wunsch wurde erfüllt. Aber es ist einfach nur ein Riese. Alles okay. Wo ist Zombo hin? Oh, ist schon die Beschwörungsstelle weg? Scheinbar. Irgendwie siehst du aus wie alle anderen Riesen. Oh. Wie lange man sich nicht bewegen kann nach so einem zweiten aufgeladenen Schlag, ne? Ist nicht so, als würde ich nicht dodgen. Ich kann mich einfach nicht bewegen für 5 Minuten. Das war das früheste Rollen, was ich gerade gemacht habe. Danke. Sieht einfach aus, als würde ich einen normalen Troll bekämpfen gerade. Du siehst nicht mal nach diesem Silberzeug aus. Schäm dich. Was war das denn? Warum kriegt ihr eigentlich Unsterblichkeitsframes beim Aufstehen? Nein, du ziehst dein Schwert nicht. Weg. Ist das Zombo-Gebiet echt nur hier vorne gewesen? Ja, scheinbar wegen dem... Dingern, die sich in Gegner verwandeln, würde ich sagen. Gibt schon Sinn. Ja, von mir aus. Das war so schön. War die schönste Zeit of my life. Einfach gemeinsam mit mir selber ein bisschen Gegner verkloppen. Oh, die beste Koop-Experience, die ich je hatte. Aber wir haben hier ein Portal. Erstmal aber reingucken, was hier unter dem Riesensarg-Dings hier ist. Das wird man ja öffnen können, ja. Wir kriegen Fingertöterklinge. Und eine große Geistertalilie zum Upgraden. Fingertöterklinge. Das klingt so nach diesem Dolch, der den ersten Mord begangen hat. Dass das die Waffe ist. Ist aber kein Dolch, tatsächlich. Vielleicht ein Questgegenstand? Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, schade.
Der verborgene Schatz der ewigen Stadt Nokron, eine aus dem Leichnam geborgene Klinge. Dieser blutgetränkte Fetisch beweist den Hochverrat der ewigen Stadt und symbolisiert gleichzeitig ihren Niedergang. Kann von Schicksalslosen geführt werden, soll aber dem höheren Willen und seinen Vasallen schaden können. Soll aber den höheren Willen und seinen Vasallen schaden können. Okay. Irgend so eine Waffe, die man braucht, dann um den höheren Willen zu besiegen. Den wahrscheinlich Secret True Ending Boss. So wie es klingt. Der höhere Wille ist ja der, der durch die Finger spricht. Und für die Finger wird ja auch nochmal gesprochen. Verstehe einer diese Stadt. So, ja, hier, wo ist Wolfman? Geh mal durch den Teleporter. Und wenn da jetzt nicht Wolfman auf mich wartet, vor irgendeinem Boss, dann bin ich aber mad, dass er... Okay, Moment, was? Wir sind wieder draußen. Wir haben gesehen, dass da hinten noch Zeug ist. So, hier an der Ecke ist nichts. Okay, ich reite dann mal hier alles nochmal ab. Einmal die komplette Wand und guck mal, ob es irgendwie so einen Weg gibt, mit dem man weiter nach links kann. Ah ja, guck mal, hier kann man runterhüpfen an der Ecke. Haha. Geheim, geheim. Ja, aber wollte Blight hier nicht helfen oder so in Nokron? Und gab es hier nicht... Hieß doch, wir mussten doch jemanden hier töten, ne? Also eigentlich... Eigentlich wartet noch irgendein Boss irgendwo auf uns. Ich bin nur scheinbar nur falsch abgebogen. Aber jetzt, wenn wir hier lang gehen, sollte ja richtig sein. Hier ist aber immer noch Pferdegebiet tatsächlich. Oh nee. Das ist ein Schmelztiegelritter. Ich hoffe, Zombo 2 ist besser als ich. Was Schmelztiegelritter angeht. Oh mein Gott, mach doch nicht nach dem Hüpfen meinen Mount weg. Na gut, besser als in der Luft. Aquädukt am Siofra. Okay, da ist der Boy. Und ich darf nicht beschwören. Ne, ich darf nicht beschwören. Okay. Dann kriegt ihr erstmal einen fetten Felsen ab. Der fliegt nämlich schön weit. Energielichtdiskus, kann man den blocken? Nein, kann man nicht. Warum habe ich mich vorher nicht gebufft? Egal. Wir können den. Wir können den nicht. Ich mache den einfach normal. Einfach rollen und zuschlagen. Einfach rollen und zuschlagen. Komm, mach deinen Move. Zuschlagen. Zuschlagen. Oh, dodgen. Oh. GG. Hornschild des Schmelztiegels. Ja, doof, wenn man so einen Charge Attack in so einem kleinen Raum macht, wo eine dünne Brücke ist, ne? Senior. Ah, gut. Guck mal, da vorne ist ein anderer Schmelztiegel-Dude. Der ist Zeptermann. Ich mag euch beide nicht. Der Blitzschwert trifft nicht so weit, das brauche ich gar nicht versuchen. Okay. Dann gehe ich erstmal darüber und schaue mir den Ort an. Was auch immer der Schmelztiegel bewacht hat. Beziehungsweise sein Schild, den wollte ich eh die ganze Zeit haben. Der kann bestimmt einfach diesen Hornstoß, ne? Schildschlag, ja. Ein Großschild aus rötlichem Gold, besetzt mit einem großen Horn, stammt von den Schmelztiegelrittern. Der Schild ist von uralter heiliger Essenz erfüllt. Bei Schildschlägen spießt das Schmelztiegelhorn Gegner auf. Hat sogar extra so einen Bonus für Zuhauschläge und so, ne? Handbuch des Missionars. Handbuch des Missionars Nummer 5. Topf der heiligen Ordnung. So viel Zeug zum Herstellen, was sie reinprogrammiert haben, was niemand nutzt. Schon krass. Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, nutzt ihr das Zeug? Also mir war halt von Anfang an klar, dass ich das meiste davon nie verwenden werde. Weil ich halt einfach Dark Souls spielen will. Und Elden Ring. Das Craften ist halt so, ja, kann man machen. Ich habe einmal Töpfe in irgendeinem Kampf geworfen aus Jux. Blitz! Goldener Schwur! Ich bin bereit, es mit dir aufzunehmen, auf die tapferste aller Weisen. Und... Oh mein Gott, das ist ja... Ich stelle mich so an, ich dodge alles. Und zack! Gerade so geschafft. Danke! Dunkelschmiede Stein 6. Und jetzt kommt so ein kleiner Goblin da in meinen Rücken gelaufen. Hallo? Habt ihr nicht meinen epischen Kampf gesehen? Mischt euch gefälligst nicht ein. Na gut, solange ich gebufft bin, kann ich ja hier mal alle kurz umkloppen. Aber doch der Käfer da vorne, ne? Der wird sich auffreuen über den gebufften Zombo.
glaube, ich habe da um die Ecke auch was gesehen, aber egal. Da. Du da. Oh mein Gott, der rollt instant weg. Nein, nein, nein. Oh, ist der gar nicht stehen geblieben. Also, ich dachte, er rollt über die Klippe. Heilung der Ordnung. Heilung der Ordnung. Heilung der Ordnung. Okay, nicht heilige Ordnung. Heilung der Ordnung. Das ist ein merkwürdiger Name. Ich verstehe nicht mal, was es heißen soll. Lindert die Belastung durch Todpest. Eine Anrufung der Fundamentalisten der Goldenen Ordnung. Wird bei der Jagd auf jene eingesetzt, die im Tode leben. Mindert die Zunahme von Todespest. Die Goldene Maske klagte über den Stand der Jäger. Wie leicht es doch ist, Lernen und Gelehrsamkeit auf das Gerede von Fanatikern zu reduzieren. Denn letztendlich war ihre Torheit ihr einziges Bestreben, ein absolutes Übel zu bekämpfen. Aber sind solche Beweggründe Teil der Grundlage der Ordnung? Hier droppt halt so 5er und 6er Zeug. Vom Schwierigkeitsgrad halt auch echt goldene Stadt gerade. Das Gebiet. Und goldene Stadt haben wir ja schon längst so passt. Wir sind ja schon Götter, würde ich sagen. Goldene Rune. Ich fühle mich hier echt nicht wohl. In diesen engen Gängen. In den ganzen Kurven und Türen und man weiß nie, wo man rauskommt. Aber man kriegt hier echt viele Runenbögen hinterhergeworfen, deswegen beklage ich mich mal nicht. Wo hast du deinen Pfeil hingeschossen? Eine Dude hat einfach was weiß ich gemacht. Kommt ihr alle von da hinten raus? Cool, danke für den Hinweis. Miedestein 4. Okay, es war einfach nur so eine Gegner-Sammelkammer mit einem Gold-Tausendfüßler. Den habe ich mir gelootet. Ja, wir gehen ja scheinbar richtig, hoffe ich. Sind die Ritter für oder gegen? Jo, jemand, der reden will. Du siehst aus wie Rogier. Also, eigentlich nur wegen dem Tuch. Innere Ordnung. Die Geste muss ich dann... Oh, ich gehe da hoch. Ich gehe hoch zu dem zeigenden Mann und setz die ein. Das sieht aus wie eine Geste, die zu dem komischen Typen gehört. Das ist bestimmt so eine Geste, die sich nach 5 Minuten umstellt. Vielleicht ergibt dann alles für die Sinn. Okay, beim nächsten Checkpoint gehe ich da hoch. Vielen Dank. Okay, ich glaube, dem kann man nicht so helfen. Hier ist eine Marika-Statue gewesen. Vorsichtig sein. Schluck trinken. Scharlachfreunde-Zeug rausmachen. Okay, ja. Ja, okay. Ja, ja. Ja, okay. Oh, ich würde so gerne Zombo rufen, aber nein. Wir machen das normal. Zombo darf bei kleinen Bossen helfen. Das. Oh, noch ein Schluck Heilung hinterher. Hammer der Gerechtigkeit. Für sie und Gargoyle. Oh. Oh, bist du kleiner Gargoyle. Ich muss aber eigentlich alles vor der goldenen Stadt machen, ne? Crazy. Oh, du kleiner Gargoyle. Kriegst du noch einen Punkt rein dazu oder so? Aber hat er mich vergiftet? Ah ja. Aua. Ja, aber der zweite Gargoyle war böse. Aber den ersten kriegen wir tot, bevor der zweite kommt. Ja, ja, ganz sicher. Und Versuch 2. Das Schlimmste an dem Kampf ist, wie weit ich laufen muss. Das ist ein guter erster Angriff. Jetzt mach nochmal das Giftspucken. Ja, genau. Jetzt mache ich dafür dann so einen aufgeladenen Schlag in dich rein. Heil mich diesmal. Bin nicht vergiftet. Und mach dich fertig. Ah, jetzt ist der Junge umgefallen. Habe ich schon gesagt, dass die eigentlich so meine Hassgegner sind? Eigentlich. Ja, wie hat er mich getroffen? Hinter sich einfach. Wodurch habe ich überhaupt Schaden bekommen? Warum liege ich am Boden? Okay. Nein! Muss doch nur den Gargoyle treffen.
Okay, gedodged. Hab ihn. Hallo, ein Gargoyle. Was ich auch bei den Gargoyles nicht mag, ist, dass man die so schlecht trifft. Vergiftet. Ich glaube, vergiftet noch irgendwie Heilung so ein bisschen. Oh. Ich zweimal heilen muss, um mich zu heilen. Ich lieb's. Das sind HP-Mengen, die ich gut finde. Ey, wenn du mich jetzt tötest, hol ich Zombo. Ich sag's dir. Das ist die letzte Warnung. Aber warum breche ich keine Haltung mehr mit meinem Sprungangriffen? Oh. Okay. Es sei dir verziehen, Zwillingsklinge. So, wo ist Gargoyle Nummer 3? Zack, zack, hol sie alle raus. Gargoyle Großschwert, Gargoyle Doppelklinge. Und meine Ruhe. Und noch ein Achievement. Das sind scheinbar alles Hauptbosse, die ich gerade töte. Ich krieg so viele Achievements. Ja, weil ich Radahn einfach geskippt habe. Kein Bock auf Radahn gehabt. Ja, wir haben einfach schon das Schwarzschwert von dem mächtigeren Gargoyle. Anstatt das Großschwert. Einfach alles verkehrt herum im Spiel. Kann ich mir eigentlich mittlerweile Gegengift herstellen? Nö. Nur was gegen Todespest. Machen wir mal 5 Stück oder so. Ja, hier drin kann man kein Pferd rufen, auf jeden Fall. Ah, da hinten ist aber ein Ort der Gnade. Cool. Bin sehr froh, dass dieser Gargoyle... Ich hoffe, es kommen nicht irgendwann zwei schwarze... Ja, bei zwei schwarzen Gargoyles würde ich halt sofort, ne? Da muss ich halt nicht mehr für überlegen. Würde ich halt gar nicht überlegen. Einfach instant Zombo 2 rufen. Und Zombo 2 macht die alle fertig. Die hat die Stärke aller meiner 27 Vorgänger in einem. Oh, wieder ein Sarg? Let's go. Sogar mit Cutscene. Der typischen Dark Souls Cutscene, wo man irgendwo reinklettert und irgendwo anders rauskommt. Ich bin jetzt einfach zu Nito. Ach, mein Charakter ist so cool. Joa. Leuchtet sogar. Flieg los, Kartoffelbrei. Hex, Hex. Ist Nokron irgendwie oben im Himmel? Wir sind doch in Nokron. Wohin fliegen wir? Woher weiß unser Charakter, dass das ein fliegender Sarg ist, in dem man einsteigen kann, der irgendwo hinfährt? Also wenn ein Wasserfall da ist, müssten wir eigentlich unter Farum Azala sein. Ist die Drohne des Todes in Farum Azala? Ist hier sehr viel Wasser? Und einen kaputten Sarg. Ganz schön kaputt. Zombie. Zombo, was hast du gemacht? Aber komplett ramponiert das Ding. Was eine anstrengende Fahrt. Oh, wie schön, dass wir unser Gesicht sehen. Bin so froh, dass ich gerade keinen Helm auf habe. Aber genau dafür, ja. Aber für die paar Cutscenes, wo wir unser Leib erblicken dürfen. So. Ja? Okay, wir müssen noch gucken, wie er so ein bisschen in die Distanz starrt. Wir sind... Ich weiß nicht, ob wir ober- oder unterirdisch sind, aber wir sind beim Erdenbaum. Das ist der Earth Tree. Der Baum, der uns nicht reinlässt. An den Wurzeln einfach. Verlorene Gnade entdeckt. Hey, es kommt ja bestimmt gleich ein Ortsname, wenn wir ein paar Meter laufen. Guck mal, das ist so ein Baumwächter sogar. Bist du wieder ein Boss oder einfach so? Einfach so, okay. Falls man einfach Bock auf die hat, kann man hier halt nochmal gegen kämpfen. Ich muss meinen Buff für Sprungangriff auf jeden Fall reinpacken. Ich glaube, die Haltung hat mich früher viel schneller gebrochen. Muss ich meinen Wunderverstärkungsling wieder wegtun. Jetzt kommt der mit diesem dummen Stampfer, wo er genau dodgt. Und nein. Kein Sprung. An den Wurzeln vom Erdenbaum, so ein Baumwächter gibt schon Sinn, ja. 10.000 Runen. Stab des Avatars. Endlich
Kann ich die Elemente kontrollieren? Ist eine riesige Waffe? Ich würde sagen, das ist eine riesige Waffe. Ja. Erdenbaumramme. Ein Zeremoniestab aus dem Bild des Erdenbaums in voller Pracht gehört einem der Avatare, die niedere Erdenbäume beschützen. Die Avatare entstanden nach der Zertrümmerung des Eldenrings und schworen, die Saat des Erdenbaums zu beschützen. Erdenbaumramme. Ihr springt hoch in die Luft und schlagt wieder vorne wie ein Meteor auf dem Boden auf, um goldene Schockwellen in alle Richtungen zu entfesseln. Dies ist die stärkste aller Bodenschlagtalente. Die stärkste aller Arschbomben. Was skalierst du so? Du bist ein... Stärke C schon von sich aus. Wir könnten den spielen. Das wäre eigentlich ein super, super lustiger, heiliger Streitkolben. Das ist die beste Arschbombe, die es gibt im Spiel. Wenn mich mal irgendwas überwältigt, wenn Hunde oder so in der Nähe sind. Oh, ich will alle Waffen aufwerten. Das ist eine Ameise. Ich dachte gerade, was ist da? Ekelhaftes. Aber die Ameise hat einen sehr merkwürdigen Kopf. Und hält auch was aus. Oh, der will schon abhauen. Nein! Guck mal, was bist du für eine lustige Ameise? Voll den dicken Kopf. Aua. Kammschädel-Ameise. Ah, die benutzt ihn als Schild. Eigentlich smart. Da bist du auch schnell genug. Da bist du auch schnell genug. Ja, bist du. Ich sehe nicht mal, was davon ein Angriff ist. Okay. Kann ich hier mein Pferd rufen? Ach, ich kann hier mein Pferd rufen. Ich bin wieder Open World auf einmal. Yo, cool. Hier sieht es richtig cool aus. Ich verstehe überhaupt nicht, wo wir sind und was abgeht. Aber... Ich gehe mal leveln. Oh, 90.000. Mir fehlen gefühlt 5 Runen. Okay. Ja, das dann nutzen. Sollte mehr als genug sein. Ja. Stufenaufstieg. Kondition. Yes. Okay, jetzt brauchen wir eh erstmal wieder ein paar Runen. Aber dann können wir uns mal den Erdenbaum-Avatar-Stab holen. Weil König der Arschbomben zu sein, stelle ich mir eigentlich ganz lustig vor. Und ich mache die stärkeren Anrufungen raus und wieder meine Sprungangriffe rein. Die sind einfach mein Freund und Helfer in diesem Spiel. Und ich schäme mich, sie überhaupt verraten zu haben. Was kriegen wir von dem? Goldenes Land. Kriegsasche. Auch so eine heilige Kriegsasche. Hätte ich alles früher haben können. Alles, bevor ich Morgoth bekämpfe. Muss man mal bedenken, ne? Wie viele Parts Morgoth schon her ist. Und dass ich jetzt noch so Sachen finde, die ich schon haben sollte. Das war eine Kriegsasche diesmal, ne? Ja. Nehmen wir mal das hier mit, die Heilige Ordnung. Einfach Todespest heilen. Und statt dem Blitzspeer, den ich eh nicht mehr einsetze, mache ich den goldenen Zorn. Kriegsasche. So, mal wieder gucken. Waren wir schon lange nicht mehr in dem Menü. Schau, wie viele Feuersachen wir haben. 3 Stück einfach schon. Warum skaliert das eine Feuer anders als das andere Feuer? Das ist flammend, feurig. Ach, guck mal, es gibt verschiedene. Feurig ist besser für Stärke. Flammend aber ist Glaube. So, schon eine coole Skalierung, flammend. Schon echt gut. Hier, das da. Zeig mal her, was macht mein Hammer jetzt? Ach, das ist der Angriff. Auch von dem Baumwesen. Ich weiß gar nicht, was für eine heilige Ability ich da auf mir drauf haben will. Ja, ich glaube, ich habe jetzt wieder auf Stärke skaliert und heilige Klinge wieder dabei. Da habe ich wieder meinen Schuss mit dem Hammer. Der war eigentlich immer ganz chillig. So, dann gucken wir doch mal, ob wir eine Karte oder irgendwas finden, weil... Ja, bisher habe ich nicht so einen großen Plan, wo wir genau sind, außer dass hier der Erdenbaum neben uns wächst. Dass es hier ziemlich verfault aussieht. Also hier sieht es nicht so clean aus, wie man erwarten würde. Wie der Erdenbaum tut. Guck mal, der hat hier überall diese blutigen Wurzeln. Hier kommen bestimmt auch diese ganzen Drachenwurzelmonster her. Die wir das ganze Spiel schon immer bekämpfen. Ich glaube, dem Erdenbaum geht es gar nicht mehr so gut. Deswegen blüht er auch nicht mehr. Weil er irgendwas an seiner Wurzel hat. Er braucht eine Wurzelbehandlung. Jo.
Gehen wir mal hier oben in die Höhle. Oh, ein Pferd hier durch. Yo, eine dicke Ameise. Yo, Ameisenmutti. Ich hab gehört, du hast keinen Bock mehr. Eine Numenrude. Ein Bogen. Oh, noch mehr Ameisenmuttis. Yo! Gib mir die Numenrunen. Yo! Ich sehe schon 2 Milliarden Ameisen auf mich zurennen. Die geben auch alle einen Runenbogen. Yo, der Loot des Himmels. Kommt davon, wenn die Ameisen sich einfach unter dem Erdenbaum einnisten. Jetzt würde ich nicht alle einfach hauen wollen. Okay, geht mal weg mit eurer Scharlauffäule. Das finde ich eigentlich gar nicht so cool. Aber danke für das Pferd hier. Das hat einiges sehr viel einfacher gemacht. Und danke dafür. Eldensterne! Das klingt so nach etwas, was ich schon immer haben wollte. Ich weiß nicht, was es macht, aber wir werden es uns gleich mal ausrüsten. Das klingt nach der heiligsten aller Fähigkeiten. Einfach bei Kack-Ameisen. Oh, ja. Hier unten sollte eigentlich auch dem Goldenen Orden gefallen. Können sie noch näher am Baum sein, wenn sie schon nicht rein dürfen. Achso, ich wollte zunehmen, ne? Beim nächsten Ordergnade. Vor lauter Wurzelklettern und Fähigkeit finden und so ganz vergessen. Ihr sollt ja bestimmt nochmal gleich ein Punkt der Punktort der Gnade kommen. Eine Punktordnung der Gnade. Okay, da geht's nur runter. Unter eine Schlucht möchte ich nicht. Ich kann mir wieder einen Begleiter holen. Ist das ein Feind? Nee, ist nur ein Ast. Elden Ring weiß man nie, was ein Feind ist und was ein Ast. Muss immer sicher sein. So, hier kann ich auch außen rumreiten. Um den Baum. Ah, ist wieder nichts. Wenn die es nicht so machen, dass es nicht erst irgendwo halb rumführt, dass man dann am Ende enttäuscht ist. Ganz vorsichtig. Goldene Rune. So. Sehr nice. Ameise? Die essen gerade hier Gasschweine scheinbar. Ich dachte gerade, hier bebt es irgendwie so ein bisschen. Aber ich glaube, es sind aber nur die Ameisen, die zusammenbrechen. Ja, wie riesig hier die Höhle ist. Ganz schön ausgehöhlt unter einem Erdenbaum. Und hier sind allgemein sehr viele Bäume. Ich glaube nicht, dass es alles der Erdenbaum selber ist, oder? Doch, vielleicht. Wer weiß. Da drüben haben wir auf jeden Fall eine Stadt. Hier haben mal welche gewohnt. Kamm der großen Fälle, Tiefen von Tiefwurz. Ja, ich gehe mal hoch zur Arena und sag dem mal Bescheid. So, ey, ich habe da eigentlich echt viel Stuff gefunden, was euch gefällt. Oder, ey, ich habe eine coole Geste gefunden, die euch gefällt. Und wir gucken natürlich den Elden-Ultra-Zauber an, der wahrscheinlich mehr Weisheit benötigt, als ich habe. Würde ich... Ich call's einfach mal. So. Zauber lernen. Goldener Zorn auf Wiedersehen. Ich möchte... X. 50, glaube. Erzeugt ein Schauer goldener Sternschnuppen, die das gesamte Gebiet überziehen. Diese legendäre Anrufung ist die älteste des Erdenbaums. Erzeugt ein Schauer goldener Sternschnuppen, die das gesamte Gebiet überziehen. Angeblich entsandte der höhere Wille vor langer Zeit einen goldenen Stern mit einer Bestie in das Zwischenland. So entstand der Elden Ring. Guck mal, der Entstehung des Elden Rings Zauber. Warum darf ich nicht ausrüsten? Ach, der braucht auch 2 Plätze. Natürlich, Blitzfestigung, tschüss, tschüss. Zack, nehmen wir mit. So, können wir benutzen, den können wir benutzen. Indem ich das hier reinmache. Wir haben genau 50, glaube. Die Eldensterne. Ach, ich wollte mein Pferd rufen, darf man hier gar nicht. Und ihr seid das erste Ziel des Eldenbaums. Erdenbaums. Von Eldenlord Zombo. Sterne, kommt herbei. Verursacht Lags. Der mächtigste aller Zauber. Achso, der schlägt da noch auf. Ich wollte schon sagen, das war jetzt aber nicht so imposant, aber der schlägt da noch auf und macht Damage. Das ist cool. Ich dachte, der schickt nur so ein paar kleine Einzelprojektile. Ah ne, macht noch so eine Giga-Explosion.
Aber, ja, ich habe scheinbar echt nicht genug in Kleriker-Stuff reingeskillt, weil es macht einfach kein Damage, das Zeug. Ich glaube nicht, dass es nur an dem Bestientalisman liegt, weil den habe ich ja auch auf plus 19. Und der hat eine sehr hohe Skalierung und trotzdem macht das alles nicht so wirklich Damage. Hier nochmal. Attacke! Mein Feind soll fallen. 600 Damage. Ja, mein Hammerschlag macht mehr. Nämlich 800. Hä? Ich habe schon auch was falsch verstanden, was Weisheitwaffen und so angeht. Ich meine, ich habe das dabei für Bestien-Sachen. Und ich glaube, mit dem richtigen Bild kann es dann schon 1000 Schaden oder so machen. Aber die Anrufung dauert auch so lange. Die kann man ja in keinem Kampf einsetzen, ohne 100 Meter von einem Gegner wegzulaufen. Hm. Muss ich dann nochmal gucken. Muss man halt vielleicht auch Full-Kleriker sein und einfach nicht 40 Stärke haben, ne? Und nicht auf Konstitution gehen und sowas. Ich hätte vor allem einfach, ich hätte 80 Willenskraft. Weisheit, Glaube. Ne, 80 Glaube. Das wollte ich sagen, Willenskraft. So, ihr steht da noch? Ja, okay. Ich hab die Antworten. Ich habe alle deine Antworten. Du verstehst zwar nichts vom Erdenbaum, aber ich war an den Wurzeln unten und ich habe gelernt. Bist du immer noch frustriert? Oh. Was that you? Yes, the master is still seized. And after coming all this way, why now, of all times? Okay, okay, warte, warte, warte. Ich mach das. Ich mach das. Bro, ich hab die Antwort. Die innere Ordnung. Das ist alles, was du wissen musst. Schau mich an. Ich zeig dir, wie das geht. Muss ich mich neben dich stellen? Ich warte mal noch ein bisschen. Ich gebe dem ein paar Sekunden. Okay, ich glaube, er macht nichts. Aber warte, ich mach's neben dir. Nicht drehen, keine Pirouette. Zombo. Zusammen starten wir auf den Erdenbaum. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann standen sie immer noch da. Sinnlos. Verdammt. Did you need something else? Exactly. The master, his finger. Ja, der will mehr über Radagon wissen. Okay. Schade, schade. Geste sah so vielversprechend aus. Apropos, die Folge ist schon wieder sehr lang. Dann würde ich sagen, war's das für heute? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Möge der Erdenbaum euch treu sein. Wir sehen uns. Bis dann, euer Zombo, der 28.